Privet, meine Glühbirnen, und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3, einem Projekt, wovor ich ein bisschen Angst hatte, aber ganz ehrlich, ich habe dieses Spiel privat jetzt gespielt und es ist so verdammt gut. Ich bin noch lange nicht weit in diesem Spiel, also ich bin immer noch in Akt 1, das heißt, es wird immer noch sehr viel Neues für mich zu entdecken geben und ich dachte, das ist viel besser, wenn ich das mit euch zusammen entdecke. Darum möchte ich euch nicht weiter die Ohren abkauen und wir starten einfach direkt in ein neues Spiel. Wir spielen ausgeglichen, einfach weil das, ja, ist auch das, was ich privat spiele und ich finde eigentlich, dass ausgeglichen ganz gut passt. Oh, hallo. Ach, wie angenehm. Das mag doch jeder an seinem Auge. Oh, egal wie oft ich das sehe, das tut jedes Mal immer wieder aufs Neue weh. Oh nein, jetzt sind wir dran. Das ist so furchtbar, das ist so furchtbar. Stellt euch mal das in VR vor. Nein, danke. Aber ja. Who are we? Wir setzen das Tutorial nicht zurück, denn ich weiß, was ich tue. Ich habe auch ein ganz genaues Bild von dem Charakter im Kopf, den wir spielen werden. Wir werden natürlich einen Custom-Charakter spielen und es gibt zwei Disclaimer, die ich, bevor wir mit dem allen hier beginnen, machen will. Erster Disclaimer. Ich will sehr ins RPG reingehen. Das heißt, ich werde teilweise Handlungen unternehmen und Sachen sagen und tun, die in Character sind, die nicht mich selber widerspiegeln. Das möchte ich nur mal kurz gesagt haben, nicht, dass wir uns hier missverstehen. Mein Alignment wird ein bisschen chaotischer, sagen wir es so. Und die zweite Sache ist, ich werde nicht neu würfeln. Das ist ganz wichtig. Außer in zwei Fällen. Erster Fall, wenn eine Quest kaputt geht, beziehungsweise ich werde nicht neu laden, das trifft es genauer. Wenn eine Quest kaputt geht, dann werde ich natürlich neu laden, wenn ich die Quest zum Beispiel sehen möchte. Vor allem so Begleiterquests oder sowas, ist halt schade, wenn dann der Begleiter stirbt, weil ich zu kacke gewürfelt habe. Das macht mir einfach das Spiel zu sehr kaputt. Und zweitens, wenn alle sterben, dann lade ich natürlich auch neu. Aber sonst werde ich nicht neu laden und ich werde versuchen, mein Roleplay beizubehalten. Das heißt, ihr dürft euch auf sehr viel Chaos freuen. Und zwar mit Sando. Sando ist ein Bade und ein Dreiviertel-Elf. Offiziell immer noch Halbelf, aber die Herkunft seines Vaters ist immer noch so ein bisschen ungeklärt. Was bei Sando das Besondere ist, er ist ein Bade der alten Schule. Das heißt, er ist ein Unterhaltungskünstler durch und durch und kann jeden Menschen dieser Welt bezirzen und zum Lachen bringen. Manchmal so sehr, dass sie vor Lachen schon fast vor Schnappatmung sterben. Ja, wir spielen einen Baden mit sehr hohem Charisma und hoher Geschicklichkeit. Ich werde ein bisschen auf Fernkampf skillen, war so meine Überlegung. Aber werden wir dann sehen, wohin es geht. Ich habe mir als Zaubertricks die Magierhand und den Klingenbann ausgesucht.
als auch heilendes Wort, dissonantes Flüstern, Taschas grässliches Gelächter mit Tieren sprechen. Und Sando hat eine Flöte, denn wenn Sando bläst, dann gibt es keinen Morgen mehr. Auf jeden Fall wählen wir uns jetzt einen Wächter aus. Und ich schätze, so einfach nur um den Vorlieben Sandos gerecht zu werden, ist so ein schön ruppiger Halborg doch mit das Beste, was er kriegen kann. Und mit etwas Glück ist es sogar ein Dreiviertel-Org. Wer weiß, wer weiß. Aber wir ziehen jetzt weiter. Oh Gott, ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Ich freue mich so sehr auf Let's Play. Das wird schön. Das wird sehr schön. Japanischen Trickfilme, die ich mal geschaut habe, haben uns versucht davor zu warnen. Ich wusste es. Ich glaube, da kann er lange rennen, du. Vor allem, warum rennen? Ach so, viel Block. Der Wilhelm Scream. Wundervoll, wundervoll. Warum habe ich einen Mauszeiger? Große Echse. Brave Echse. Machst du gut. Macht ihr alle gut. Vielleicht soll ich die Szene ernster nehmen. Aua. Aber ich glaube, ihr könnt vergessen, dass ich mit diesem Spiel was ernst nehme. Ist so leid. Ich zerstöre gerade voll die Dramatik. Bock. Das habe ich in Avatar gesehen. Ziemlich unpraktisch. Warum haben die nicht einfach einen Knopf gemacht? Das ist so, als müsste man das Auto jedes Mal kurz schließen, wenn man startet. Just saying. Oh, es geht ja noch weiter. Ich bin wieder weg. Das waren keine braven Echsen. Jetzt darf ich wieder, oder? Ja. Wie gesagt, ich habe das... Habe ich das gesagt? Ich habe das Spiel schon privat gespielt ein bisschen, deswegen kenne ich den Anfang. Deswegen weiß ich auch, dass dieses Spiel sehr gut ist.
Ach, wer ist denn dieser Schönling? Wer hat sich denn dieses wunderschöne Gesicht zurecht überlegt? Das muss ein sehr talentierter und genauso gut aussehender Mensch gewesen sein. Automatisches Speichern erfolgreich. Ach, da war was. Die labern ja auch die ganze Zeit. Ich merke gerade, mein Inventar und Ausrüstung ist je nach Klasse ein anderes Symbol. Das wusste ich nicht. Bei meinem anderen Spielstand spiele ich einen Schurken. Aber gut, was ist hier passiert? Zuchtbecken. This is the pool that Bing came from. The parasite now writhing behind your eye. Ja, ich glaube, wir sollten nicht unbedingt da hingreifen. Ich meine, unsere Intelligenz ist jetzt nicht so... Oh, guck mal, da leuchtet was. Wie erwähnt, ich werde nicht neu laden, sollte was schieflaufen. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Anfassen. Nein. Okay. Wir sollten es nicht kaputt machen, am Ende ist es irgendeine Säure und ganz viele Würmer kommen raus. Hallo? Ich weiß, das haben wir gesehen. Das hast du eigentlich auch gesehen. Keine Ahnung, warum du das vergessen hast. Und was bist du? Genesung. Ich glaube, Genesung brauchen wir noch nicht. Wir haben noch ganze 9 HP. Was haben wir eigentlich alles im Inventar? Wir haben unseren Alchemiebeutel, wir haben einen Reisesack, wir haben einen Schlüsselbund, Schriftrolle Wiederbeleben und 2 Heiltränke. Holy shit, da hat's der DM aber gut gemeint. Und eine Unterhose. Wie kannst du es wagen, eine Unterhose zu tragen? Das ist verboten in meinem... Jetzt zieh dich bloß wieder an, Junge. Gehen wir einfach durch diesen gar nicht sass wirkenden Ringmuskel. Hallo, kleiner Ringmuskel. Wer spricht da? Habt ihr auch die Frauenstimme gehört? Ich glaube ja. Ach, guck mal. Was ist denn mit dir passiert, kleiner Goblin? Du siehst aber nicht mehr so gesund aus. Aber du hast Gold dabei. Hat niemand gesehen. Schmieriger Stuhl. Erstmal draufsetzen. Erstmal die Probacken schön einschmieren, damit es wieder schöner... Okay, ich halte mich zurück. Ein Hirnglas. Und eine Runenscheibe. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das was sagt. Warum musst du dafür... Oh, okay, never mind. Empires of a grand design traversed by ships just like this. Steht es dann drauf oder spüre ich das wirklich? Und warum sind alle Stühle hier schmierig? Das sind die wahren Fragen hier. Ganz ehrlich. So. Da ist ein zerebrales Aquarium. Was ist denn hier Schönes drin? Sind das Steine? Ein Garten der Gedankenschinder. Ja, die Gedankenschinder waren ja das, was das Schiff hier angeführt hat. So viel weiß ich. Ich spiele ja auch selber D&D und die Bücher kann ich nicht lesen, aber die mystische Tafel. Ich glaube, die Dinge sehen wir wirklich. Ob das Ding mir Japanisch beibringen kann? Das wäre wahrscheinlich leichter als der Sprachkurs. Neuralapparat. Oh! Seht ihr? Genau sowas meine ich. Warum haben sie nicht so einen Knopf gehabt, um sich wegzuteleportieren? Warum müssen sie das... Ich hinterfrage einfach nicht. Ein Hirnglas. Ich frage mich, wie groß der Int-Wert davon ist. We are trapped. Du, ich glaube, der ist nicht mehr ganz so gesund. Hallo, Myrnath. Wie geht's dir, Myrnath? Wie ist denn die Luft da oben? An deinem Kopf, wo mal die Schädeldecke war. Kalt, oder? Ich glaub dir. Come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Ein sprechendes Gehirn. Warum auch nicht? They return. Mit wem rede ich da? Einem Mann oder einem Gehirn? Ich glaube, ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Sagt mir, was ich tun soll. Ihr klingt, als hättet ihr Angst. Warum? Oh, ich sollte mein Steam deaktivieren. Aha, ihr seht es gar nicht. Ihr seht das Steam-Overlay nicht. Ich bin klug. Ihr klingt, als hättet ihr Angst. Warum? The enemy. So many enemies.
warum genau sind Gedankenschinder dein Feind? Okay, also mit einem Gehirn. You're talking to an intellect devourer, a minion of the Mind Flayers who abducted you. Warum sind dann die Mind Flayers seine Feinde, ist die Frage. Das... nee, so brutal sind wir nicht. Wir sind ein Mann von Ehre und wir würden niemals einem Gehirn wehtun. Zumindest nicht, wenn es uns nichts wehtut. Ich glaube, ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Sagt mir, was ich tun soll. Der weint. Warum weint er? Ich benutze mal meine Geschicklichkeit und heb das Gehirn behutsam aus dem Schädel, weil es wird mich bestimmt nicht anlügen. Nein, nein. Sowas würde es niemals tun. Wir sind gerade erst aufgewacht. Es ist normal, dass wir ein paar Patzer hinlegen, okay? Kann nicht jeder von uns erwarten, dass wir direkt hohe Geschicklichkeitswerte zeigen. Ja, so funktioniert das eindeutig. Wir sind intelli, klug und talentiert. Jetzt ist die Frage, wäre es edler, das Gehirn ruhen zu lassen oder es von seinem Leid zu erlösen, weil rausziehen können wir es nicht. Aufopferungsvoll zeigen wir uns und zerstören es. Oh, Junge, du hast ein Schwert. Warum machst du das mit deinen Händen? Oh, nee. Wieder eine gute Tat vollbracht. Wieder ein leidendes Wesen weniger auf dieser Erde. Oder wo wir auch immer gerade sind. Ein weiterer Neuralapparat, was macht denn der? Doesn't do anything. Okay, das klingt sehr praktisch. Ich glaube, da oben ist nichts mehr. Wobei, haben wir den Typen durchsucht? Aber nein, wir sind kein Dieb. Wir bestehlen keine frisch gewordene Leiche. Am Ende könnte man noch denken, wir hätten ihn aus reinem Eigennutz umgebracht. Zu meinem Kommentar von gerade eben bezweifle ich irgendwie langsam, dass wir uns noch auf der Erde befinden. Ach, hallo? Dich kennen wir doch. Ein schönes Schwert hast du da. So hässlich bin ich nicht. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword. And a flash of your face seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? Squall. You are no thrall. Flakith blesses me this day. Together. Genau. We might survive. Flakith. Dem diene ich auch. Übrigens, wer zur Hölle seid ihr überhaupt? Who am I? Your only chance. Das klingt mir nach einem ziemlich heftigen Scam. Aber was schlagt ihr denn so vor, wenn ihr schon meint, dass ihr die einzige Chance seid zu überleben? First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Oh, okay, dann halt nicht. Dann lass uns halt nicht ausreden. Ach, die sehen ja schön aus. Hallo, kleine Teufelchen. Ich möchte dazu erwähnen, Sando ist Level 1. Sando kann nix. Aber wir können auch eine Melodie spielen, okay. Oder einen durchbohrenden Schuss absetzen. Ich würde schon fast dazu tendieren, weil die nur 6 Leben haben, dass wir auf den durchbohrenden Schuss setzen. Wobei, macht Fernkampf mehr Schaden? Nee. Gibt es dafür irgendeinen Unterschied? Nicht wirklich. Ja komm, dann machen wir einen durchbohrenden Schuss auf
Das Teufelchen hier ganz vorne. Das sieht nämlich besonders böse aus. Und weg ist es. Wir sind ein wirklich sehr, sehr talentierter Schütze, sollte man dazu sagen. Wir können unsere Melodie spielen, aber das ist eine Klassenaktion, die möchte ich jetzt nicht unbedingt verschwenden. Oh, das war eine Waffenaktion, die benötigt eine kurze Rast. Okay, das erklärt, warum es mächtiger war. Das war vielleicht nicht ganz so schlau, aber dafür ist Sando mit einem Intelligenzlevel... Oh, der hat sogar ein Intelligenzlevel von 12. Oh, hoppla. Vielleicht ist er doch intelligenter als ich. Wer weiß. Aber ich glaube, unsere Lyzel ist ein bisschen talentierter im Kampf. Sie wirkt zumindest eher danach. Ich glaube, wir gehen einfach full front in den Nahkampf. Und ich glaube, das war auch die beste Entscheidung. Wir können sogar noch einen Knaufschlag mit unserer Waffenaktion ausführen. Aber ich verzichte. In erster Linie, weil das Teufel nicht in der Nähe war. Und guck mal, was für ein Versager der Teufel ist, dass er sogar einen Fehlschlag hat. Der natürlich jedem mal passieren kann. Es ist nichts Schlimmes, wenn mal ein Angriff fehlschlägt, okay? Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Oh, ein Schädel. Den nehme ich mal mit. Der ist hübsch. Und die kleinen Teufelchen? Die haben einen Beil. Dieser Beil ist wahrscheinlich besser als alles, was wir hier gerade dabei haben. Ein Krummsäbel und eine leichte Armbrust. Ist das... Wir haben nicht mal eine Nahkampfwaffe. Sind wir damit geübt? Ungeübt. Sind wir damit geübt? Ja. Wir sind ein Axtmörder. Okay. Dann... Oh, hier gibt es ja einiges mehr, als ich gedacht habe. Nehmen wir einfach mal hier ein bisschen mit. Ich meine, wir haben sie... Nee, ja, okay, wir haben sie selber getötet, aber wir wurden zuerst angegriffen. Deswegen ist es immer noch ehrenvoll, sie zu beklauen, weil... Fragt einfach nicht, okay? Stellt nicht mehr Fragen, als ihr Antworten ertragen könnt. Hallo, Todessklave. Du hattest aber einiges dabei. Kann ich hiermit irgendwas anfangen? Kurzschwert. Bin ich hiermit geübt? Ja, dann sehen wir auch ein bisschen weniger aus wie ein Axtmörder. Und was ist mit dem Rapier? Den Rapier können wir nur in die Haupthand aus... ich glaube, so ein Rapier passt besser zu uns. Guckt mal, wie sexy wir mit dem Rapier aussehen. Jetzt brauchen wir noch so ein kleines Schild und dann können wir da stehen. So... Ja. Okay, was fehlt hier noch? Wir Genesung brauchen wir nicht. Ein weiterer toter Sklave. Vielleicht hat der einen zweiten Rapier dabei. Dann können wir dual-wielen bei Rapieren. Nein, der hat nur Gold dabei. Kein Wunder, dass du gestorben bist. Ich meine, mit Goldmünzen lässt sich, glaube ich, schwer kämpfen. Da merkt man mal wieder, wenn es hart auf hart kommt, bringt euer Geld auch nichts. So, ein bisschen wieder durch den sassen Durchgang. Und was ist denn hier los? Wirken ein bisschen benommen. Hallo? Sein Gehirn ist aber noch drin, oder? Ich glaube, ja. Und wie geht's der da? Woran erkennst du das? Also ich finde, dieser Blick spricht davon, dass er sich sehr bewusst ist, was abgeht. Wer ist denn hier am Bumsen? Hallo? Die ist kein Nachzügler, sie ist eine mögliche Kämpferin für unser Team. Oder so. Ich sehe mich um. Es muss eine Möglichkeit geben, das Ding zu öffnen. Okay, wie du es sagst. Schattenherz? Ja, Schattenherz. Nach einem Schalter oder einem Sperrmechanismus suchen oder ihr einen Hieb versetzen. Wir sind ein sehr intelligenter, kluger Bade. Wir wissen, wie man mit sowas umgeht. Wir versetzen ihm einen Hieb. Nothing. The console remains dormant. Dieser leichte Tritt dagegen, das killt mich. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Okay, wir müssen da irgendwas einsetzen. Weißt du da mehr drüber?
Ich finde es einfach schön, wie sie so den größten Klischeenamen aus D&D hat, den man haben kann. Weil Schattenherz ist so der Name, den ein 16-Jähriger seinem Charakter in D&D gibt, wenn er das erste Mal D&D spielt. Ganz ruhig, ich finde schon ein Ding, das, ein Weg, das Ding aufzukriegen. Okay, die weiß scheinbar dann nichts. Weißt du etwas, Lase? Okay. Tschüss. Die wissen wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Kann ich hier vorne was machen? Drei random Knöpfe. Einfach draufdrücken, was wird schon schief gehen. Okay. Was passiert, wenn ich... Ich war es nicht. Hoppla. Du schaust kurz nicht hin, okay, Lase? Wir sind ein ehrenvoller Mensch. Wir beklauen niemanden. Ups. Habt ihr was gesehen? Ich nicht. Was ist denn das hier? Kunstvolles Reliquiar. Verschlossen. Um ein Schloss zu knacken, benötigst du Diebeswerkzeug. Als ob wir sowas Unedles dabei hätten. Mist. Können wir es angreifen? Mittlere Zähigkeit. Das lief nicht so gut. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. Angenehm. Was ist hier der dunkle Verschanden? Warum auch nicht? Wer hat nicht gern ein Gehirn dabei? Haben wir das jetzt nicht aufgehoben? Dunkler Verstand, menschliches Gehirn lebendig und intakt, umgeben von Gerebrospinalflüssigkeit. Okay. Interesting. Interesting. Mehr? Hier ist ein Rucksack. Hallo, lieber Rucksack. Hast du vielleicht einen Schlüssel für irgendwas dabei? Onyx und Gold. Okay, beides jetzt nicht gerade schlecht, aber nichts, was wir brauchen. Das kriegen wir nicht auf. Aber wir haben hier einen weiteren Sassy-Durchgang. Ah, hallo. Was bist denn du? Oh, danke. Wohin läufst du, Kleiner? Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Was macht dieses Ding? Läuft hier einfach nur im Kreis? Nein, sind wir nicht. Aber schön, dass du das denkst. Hallo, toter Sklave. Oh, ein goldener Schlüssel. Könnte der möglicherweise für diese Truhe sein? So ganz zufällig. Warum auch immer ein Sklave diesen Schlüssel haben sollte? Ja, natürlich. Weil, warum auch nicht? Okay, das Geld nehmen wir mit. Den lassen wir ein bisschen rumlaufen. Der hat den Spaß seines Lebens. Der hat wahrscheinlich nur darauf gewartet, dass jemand den Ringmuskel streichelt. Einige. Können wir die auch befreien? Ich glaube nicht. Zumindest ist sie nicht mehr ansprechbar. Am Ende läuft es genauso gut wie mit denen im anderen Raum. Noch ein versklavter Verstand. Wir werden hier ein richtiger Gehirnsammler. Heiltränke. Nehme ich direkt mit. Und eine tote Sklavin. Mystische Rune. Seltsame Energie summt in diesem merkwürdigen Objekt. Du hast so etwas noch nie gesehen, doch ein Teil von dir weiß, dass es zu einer größeren Maschine gehört. Interesting, interesting. Rette die Gefangene der Iltiden. Warum müssen die Namen so schwierig sein? Wer dachte sich bei Dungeons & Dragons, ja komm, nehmen wir jetzt Namen, die kann niemand aussprechen. Oh, habe ich jetzt den Ringmuskel wieder geschlossen? Ich sollte ihn offen halten für das Gehirn. Hallo. Achso, wir sollten das vielleicht in den Schalter da rechts einsetzen. You don't say. Gib mir keine Befehle. Ich bin ein selbstständiger Mann. Ich kann selber agieren. Die Rune in die Fassung einsetzen. Arkane Kunde, die einsatzbereite Konsole genauer betrachten. Dann tun wir das mal. Und hoffentlich checken wir, wenn sie uns brutzeln würde. Ja, das sollte gut laufen. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more.
more like a beating heart than a machine. Perhaps it will open the nearby pod. Okay, also öffnen Sie wirklich die Kapsel. Interessant. Dann legen wir eine Hand aufs Herz. Wortwitz. Suddenly, you feel a hideous squirming in your head. The parasite. Then discomfort fades and another sensation washes over you. Connection. Authority. Autorität haben wir auch so immer. Ilfidi und Weisheit, die Kapsel mit Willenskraft aufzwingen. Schwierigkeit 2. Ja, okay, das sollte eigentlich machbar sein. Ja. Also da ist es schon echt schwer, viel zu schlagen. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Oh. Das gefällt Sando. Er war nämlich ziemlich hungrig. Er ist schon echt lang in diesem Schiff. Vielleicht kann ich sie essen. Rette die gefangenen Delfinen. At last. Thought I was done for. Hallo, wie geht's dir? I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness. Because you have a gift with you. Aha, eine Rassistin hier. Gefährliche Gesellschaft ist genau das, was ihr braucht, wenn ihr kämpfen müsst. Habt ihr ein Problem mit Gifjanki? Habt ihr das gerade gespürt? Wir waren im Geist des Anderen. Habt ihr ein Problem mit Gifjanki, ihr kleine Rassistin? More that Gith have a problem with everyone else. Achso. But there's more important matters right now. Dann sind die Gefjanki die Rassisten. Gut zu know. Das erklärt auch, warum sie versucht hat, uns umzubringen. Hätten wir vielleicht vorher merken sollen. Also gut, gehen wir, ich bin Sando. Das ist eine Sache, die eindeutig Sando sagen würde. Habt ihr gespürt, was ich gespürt habe? Wir waren im Geist des Anderen. I did. It must be because of those parasites they put in us. Oh. But that'll have to wait. Are we going to help each other or not? Das wird mir aber hier sehr intim, du. Also gut, gehen wir. Ich bin Sando. Shadowheart. One moment. Was ist denn das? Ist es ein heimlicher, gezinkter Würfel? It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. Da will jemand immer einen Net 20 würfeln. Ich sehe es doch. Aber gut, sie ist in unserem Team. Wir profitieren. Warum hat sie gerade 35 EP bekommen und wir nur 5? Hallo? Und warum liegt hier eine polierte Halskette? Lag die schon vorher da? Keine Ahnung. Jetzt liegt sie dann nicht mehr. Habt ihr sie gesehen? Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Was? Gestohlen? Nein, stehlen. Sando stiehlt nicht. Sando leiht sich nur Dinge aus. Diese Muskeln. Cerebral. Achso, das haben wir uns schon mal angeschaut. Ja. Heilung braucht hier niemand. Shadowheart ist aus irgendeinem Grund unverletzt. Ja, wir können eigentlich nur hier weiter. Danke. Was der Edgelotter sagt. Sagte der Dude mit viel zu viel Lidschatten im Gesicht. Oh. Starke. Erwachsene Männer. Mit Flügelchen. Ein starker erwachsener Mann mit Flügelchen. Autschi. Autschi. Er ist schon tot. Ich möchte das auch können. Warum genau hören wir jetzt auf diese Hirn-Mindflayer-Dinger? Aber okay. Akzeptiere ich. Da stehen uns aber noch ein paar Leute im Weg. Okay, wir haben ein schwaches Teufelchen, ein schwaches Höllenschweinchen. Hier liegt ein Intellektverschlinger rum. Oh, oh. Okay, Shadowheart kümmert sich um den schwachen Teufel. Warte, Nahkampf 2 bis 7, Feuerpfeil 1 bis 10. Das ist ein No-Brainer. Also, ich hoffe, wir haben noch ein Brain.
Okay, der ist leer. Der ist auch leer. Der nicht. Der auch nicht. Man muss Prioritäten setzen. Achso, nicht genügend Bewegungspunkte. Hoppla, passiert. Kommandant Zalk, Stufe 8. Ja, ich glaube, mit dem sollten wir uns nicht anlegen. So. Schwaches Höllenschwein. Einfach ein Haupthandangriff? Ich glaube, ja. Wenn wir schon so einen tollen Rapier haben. Hat ja gut funktioniert. So, Intellektverschlinge. Ich glaube, die Intellektverschlinge haben generell nichts dabei. Dann bewegen wir uns weiter nach vorne. So. Hatte sie einen... Ja, sie hat einen Bogen. Das heißt, ich kann auch hier das schwache Teufelchen mal angreifen. Mit einem normalen Fernkampfangriff. Das klingt nach einer guten Idee. Wie wir einfach alles One-Hit töten. Wir sind einfach so... Wir sind so eine mächtige Party. Niemand kann es mit uns aufnehmen. Wirklich niemand. Aber wir können sehr viel selber aufnehmen. Haha. So. Don't mind me, wie ich gerade die ganzen Leichen loote, während die beiden hier um ihr Leben kämpfen. Ich finde beide nicht gerade sympathisch, to be honest. Theoretisch kann ich ja hier spurten, aber ich glaube, spurten verbraucht zwar eine Aktion, aber aufheben von Sachen, das verbraucht gar nichts. Ich glaube, aufheben von Sachen ist weder Nebenaktion noch Aktion. Dann sind wir ein bisschen schneller, weil Spurten verdoppelt unseren Bewegungsradius. Und der bemerkt eh nicht, was gerade abgeht. Ich würde auch gerne die hier looten, aber die sind mir ein bisschen weit weg. Und ich habe etwas Angst, dass wir uns zu sehr damit beschäftigen, hier Sachen mitzunehmen. Und zu wenig damit ans Steuerpult zu gehen. Aber dieses schwache Teufelchen hier nehmen wir noch mit. Ah, da sind noch mehr? Okay, ja, dann sollten wir nicht mehr spurten. In unserem Gedankenschinder geht es aber noch ziemlich gut dafür. Welches Level ist er? Achso, die sind beide Stufe 8. Ja gut, dann will ich mich mit beiden nicht anlegen. Das wäre bei beiden etwas unangenehmer. Guckt mal, wie krass ich bin. Als ob der Leutnant nichts dabei hat. Wenigstens hat der Gedankenschinder etwas. Ich möchte auch bezahlt werden. Und die Musik. Die Musik ist so cool. Ich habe keine Ahnung, was sie singen, aber es klingt voll cool. Wie kannst du es wagen, in meiner Gruppe keinen One-Hit zu machen? Schande über dich. Schande. Schande. Okay. Ich bin schon ruhig. Sollten wir ihm eigentlich helfen? Ich glaube, wir können ihm nicht mal helfen. Ich glaube, der Armor-Class von Kommandant Zalk ist einfach viel zu hoch, dass wir dem überhaupt irgendwas anrichten können, wahrscheinlich. Ah, Mist, ich hätte noch Spurt machen können, wenn wir... Oder mit Fernkampf... Ja, ich war nicht so der Klügste. Okay, ich habe Int halt nicht so gut bei mir selber gelevelt. Ich habe zu viel auf Unterhaltung gelevelt, deswegen sind meine Let's Plays so gut. So, und die haben natürlich alle gar nichts. Hallo. Ja komm, töte das Teufelchen. Du willst echt aus der Party gekickt werden, oder? Das ist doch nicht wahr. Okay. Knaufschlag. Ja, okay, wir haben keine Bewegungspunkte mehr. Ja, dann wenden wir halt den Zug. Das ist nur wegen dir passiert, möchte ich sagen. Nur wegen dir hat Sando jetzt eine kleine Narbe. Ja, das hast du verdient. Wie kannst du es wagen, Sando dieser Gefahr auszusetzen? Ihr seid doch alle unfähig. Hier. Das ist jetzt dein Job, Sando zu heilen. Das ist das, was du jetzt dein Leben lang machst. Sando heilen. Nichts anderes. Wir können nicht zulassen, dass Sandos schönes Gesicht verletzt wird. Ja, den hast du verdient. Aber sieht gerade aus, als würde der gewinnen, oder? Ja, okay, so mittelmäßig, du. Sando, du hast ein Rapier. Danke. Seht ihr? So macht man das, Leute. Ich habe den nicht... Was? Unnötig Zeit schinden? Was? Habe ich noch nie gehört. Ich möchte jetzt mal auftreten spielen. Badentanz aufführen. Spiele eine muntere Melodie mit Rhythmus, um andere anzuziehen und zu erfreuen. Spiele einen baulichen Kampfgesang, um andere anzuziehen und zu erfreuen. Bezaubernde Melodie für die Massen. Ja komm, kleinen Kampfgesang.
Ich habe gesagt, wenn ich blase, gibt's keinen Morgen mehr. Ich habe keine Ahnung, was es gebracht hat, aber okay. Ah, wir haben noch 11 Züge, um das Schaltpult zu erreichen. Das sehe ich erst jetzt, dass das hier angezeigt wird. Ich sollte vielleicht mehr aufs Hand achten. So, dann ist eigentlich nur noch der große Dude da hinten übrig, oder? Ich glaube, ja. Gibt es hier noch irgendwas? Irgendwas Interessantes? Eine Truhe? Nein? Gar nix? Eine ätzende Knolle. Nee, die fände ich ätzend. Ja gut, dann heißt es wohl, ran an den Koppler. Erstmal wieder kurz schließen. Warum genau muss man da eigentlich dann nochmal dran greifen, damit es funktioniert? Benutzt es irgendwie die Larve im Kopf? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Werden wir sehen. Netzoberflächen können dich einspinnen, verhindern aber auch Fallschaden. Ah, das mit dem Fallschaden wusste ich nicht. Wer beobachtet uns denn da? Wer seid denn ihr? Wie die grinst. Okay, jetzt nicht mehr. Wollen die jetzt wirklich gegen ein Schiff kämpfen? Mit Äxten? Ich meine, ich weiß, dass Goblins nicht die Schlausten sind, aber das ist halt schon echt ein anderes Niveau. Na, sexy boy. Spürt ja auch die Spannung. Au. Und genau deswegen klappt es einfach nicht mit der Liebe. Der arme Sando. Immer kommt was dazwischen. Interessant. Wer hat uns denn da gerettet? Tja. Aber ich glaube, wer uns gerettet hat... The tadpole squirms in your skull. Ich glaube, wie es uns geht und wer uns gerettet hat, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich sehr darauf, das Projekt mit euch hier anzugehen. Und das Projekt wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Darum bin ich umso glücklicher, wenn ihr eine positive Bewertung oder einen positiven Kommentar hinterlasst. Einfach damit ich weiß, dass ihr euch genauso sehr darauf freut wie ich. Und für die Leute, die so lange dabei geblieben sind, eine kleine Belohnung. Das hier sind keine Punkte. Das sind kleine Totenköpfe. Seht ihr das? Es ist cool.